Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind mit Trevor gerade auf dem Weg zu Josh, der befindet sich dort hinten. Und ja, ich hatte gesagt, bevor wir den Union Depository Heist machen, machen wir erst nochmal ein bisschen Nebenstory und dafür machen wir jetzt Josh nochmal. Calm down, sir. If you could just give me a detailed description. Here he is right there. Tony! Where's your wife? You owe me. Officers, here he is. This man is insane. He destroyed my house! Whoa! Hey! No, wait a minute. You asked me. He's ruined my life. He's a stalker. He's an epsilonist! Yeah! Get him! Freeze! Hands in the air! Take him down! Aua. Oh, I don't think so! So, der Wichser fährt jetzt da hinten weg. Wir hängen uns mal dran. Da fährt er. You're dead! You're fucking dead! Oh, yeah. Let me make this right. I'll call up the wife right now. Egal. Wir fahren weiter hinter ihm her. Okay, wir haben die Bullen wieder am Arsch. Es. So, nochmal drauf geschossen. Wir sehen hier mal wieder da vorne noch. Ist ja nicht zu übersehen, der Wagen. Insofern hängen wir uns wieder dran. Alles gut. So, die Polizei kann mich mal. Noch ist unser Auto ja in einem relativ guten Zustand, insofern wir fahren einfach mal. Da vorne ist er ja auch noch. Klar, es ist jetzt ein bisschen schwieriger ranzukommen, aber ich denke mal, das sollten wir gleich haben. Die Polizei sind wir jetzt auch wieder los, zumindest vorübergehend. Toll, jetzt drehen die wieder um. Fahr weiter. So, genau. Und wir hängen uns wieder dran. Wir fahren einfach mal weiter. Ja, komm. Naja, bevor wir den jetzt noch ewig an der Backe haben, habe ich ihn einfach mal umgebracht und wir machen uns jetzt auf den Weg und gucken, dass wir irgendwie wegkommen. Wenn ich jetzt gerade die Möglichkeit hätte, würde ich mir das Auto von dem nehmen, weil der Wagen ist ja wesentlich schneller, wenn er will. Okay, jetzt habe ich die Möglichkeit. So, rein da. Und los. Und ich mach mal wieder ein bisschen Musik an. Ja, also zumindest wegkommen tun wir jetzt eigentlich wieder ganz easy. Nimm mal hier eine Abkürzung.
Oh. Ein Wildunfall. Okay. Können wir uns eigentlich ja schon mal überlegen, wo wir denn als nächstes wieder hin... Okay, können wir nicht, weil wir noch die Polizei hinter uns haben. Wuhu! Alter. Oh. Nein, jetzt ist die Mission fehlgeschlagen. Das ist nicht euer Ernst. Och Mann, warum passiert mir sowas immer? Freeze! Hands in the air! Take him down! Nimmst du dir das Auto bitte, anstatt da doof stehen zu bleiben? Dumb move, Josh. So, den haben wir jetzt schon mal direkt tot. Ja, das bist du selbst schuld. Fahren wir einfach mal hier um den Block. You try to do a nice thing for someone, take some time out of your day to pleasure a man's wife, burn down a house. I don't know. Some people. Shit. So, die haben mich ja noch nicht gesehen. Oh fuck. Oh fuck. Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht. Okay, dann fahren wir hier mal runter. Oh, die haben meine Sirene kaputt geschossen. Das ist unfair. Warum? Bleibst du wohl aus. So, eigentlich müssten wir die jetzt gleich schon los sein. So, die knubbeln sich da hinten. Perfekt. Haben wir schon bestanden. Oh, sogar Gold. Dreckige Ratte und heiße Jagd. Perfekt. Okay. So, dann gucken wir mal. Wir haben sonst, glaube ich, bis auf Randale nichts mehr Besonderes, was wir machen. Die Randale-Missionen sind immer dasselbe. Das heißt, die langweilen eigentlich ziemlich schnell. Daher würde ich sagen, wir fangen den Union Depository Heist auf jeden Fall an. Ich kann aber nicht versprechen, ob wir den in der Folge schon beenden können. Wo haben wir denn? Hallo? Hallo? Danke. Da wollte ich hin. Ah, fahren wir doch mal gerade hin. Es kann sein, dass das wieder so ein Zweiteiler wird oder so. Wow-ho! Aber das ist dann leider so. Ich würde den jetzt halt gerne in der Folge noch anfangen, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt's wieder Hubschrauber fliegen. Insofern ist das auch kein Garant dafür, dass wir überhaupt in der Folge noch sehr viel weit kommen. Ja, schauen wir mal. So, da jetzt nicht runterfallen. Ist schön, dass die auch darauf reagieren, aber mir geht das Getüte auf den Sack. Insofern. Lucky miss! Ja. Gehen wir da mal. Gehen wir natürlich hier mal. No guns in here, okay? Hat er sie jetzt weggesteckt? Tatsache. Alter, das ist dein eigener Club. Du kannst ja hier drin machen, was du willst. Can somebody get me a sandwich? Klar, wait, machen wir. You serious, bro? Okay, ich habe mich, glaube ich, gerade. Ich falsch abgewogen, kann das sein? Ja. Einfach nur geradeaus durch. Eigentlich hätte ich gar nicht abbiegen wollen. So, und jetzt hier rechts rum. Und da wartet der gute Lester. Die Lester-Schwester schon.
So, this is it. Arrgh. Hope you and Michael will be able to let each other move on in peace. I just hope he keeps his fucking mouth shut, you know? I mean, when the heat comes, and we both know we pull this off, it's gonna come. Yes, it will come, and I think that he will. And Franklin? And Franklin what? You gonna keep your mouth shut? Why, cause I've squealed like a bitch so far? Hey, you ain't seen nothing yet. You know, bit of heat. A few years back there in the Midwest, and your boy Michael, he changed his name. Well, the way he tell it, it wasn't that clear. Hey, sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck y'all. Fuck you! All right, excuse all right, me! All right, enough! You're... Enough! Thank you. Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Also, ich wäre für subtil. Weil das bislang am besten funktioniert hat. Oh, you want him to give you the medal? Okay, well, it's gonna take a big... First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Ja, dann nehmen wir Gustavo. He's had my back on every job since I got up and running again. He deserves a shot at the big one. So, wen haben wir da? Nimm mal Chefkoch. Driver number one takes the wheel in the fourth getaway car, is gonna be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number two helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. Ja, eigentlich bleibt da nur Edito und ja, er. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system, buy you some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool. Wir nehmen Page. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Yeah. Okay, we need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on, I'll take you to the equipment.
Fucking asshole. Alright, let's go. Okay. What the? I asked for your number, but they took my phone. Word. Wo schießt denn da gerade jemand? It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Bantam Canyon in this charcoal-colored landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me! Yeah, wir helfen ihm. Stall him, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? Okay, wir retten jetzt mal Jizzle. Und dafür fahren wir mal hier rum. Okay, so wie es aussieht, werden wir dann in diesem Part doch den Heist nicht mehr anfangen. Aber immerhin haben wir ihn schon mal geplant. Wir werden dann ja noch Autos modifizieren müssen und so weiter. Die müssen wir auch noch besorgen und das wird wahrscheinlich noch den nächsten Part dauern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt müssen wir erstmal Jizzle retten. Der auch gerade irgendwo hier unterwegs ist. Schauen wir mal, wo wir den finden. Aber bislang klappt es ja schon mal ganz gut. Ja, das Spiel läuft wieder flüssiger. Das ist schön. Und als künftige Projekte habe ich jetzt noch so zwei, drei Spiele in den nächsten Tagen neu dabei. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten sehen würdet. Ich hätte zur Auswahl The Forest. Das kriege ich nämlich jetzt geschenkt. Ja, Witcher 3 lassen wir erstmal weg. Das kommt vielleicht noch irgendwann, aber ja. Ich glaube, das ist für die jetzt noch recht frische LP-Zeit hier. Ist das ein bisschen heftig, glaube ich, wenn ich mal angucke, was Kronk da schon alles an Parts runtergerissen hat. Hey, eyes front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual, like, bleeding, because then you'll be in pain. Me! Who is that animal? That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big's his herd, huh? The size of your herd don't matter when you're a total badass psycho, you dick. Daddy's boy. Read the tattoo, kid. What's it say? Entitled, because I am. Horrible little troll. Okay. Got my son in there. Mother, you can have your idiot son. Keep your horrible son. Back down. Okay. Thank you. Shit. Fuck, man. Do you think it's over? Yeah. He's gone. Oh. Are you sure? No. Würde gerne mit meinem Auto fahren. Look. He thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll op.
Gut, wir haben ihren Führer nicht umgebracht, ausnahmsweise. Ja. Genau, wo waren wir stehen geblieben? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Sort of mean jokes. Like what? Like someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived. I've seen a picture of its ugly. Enough! All right? Fucking enough! I get it. Maybe that one was a little OTT, but it's generally really good times. Yeah, good times. Great times. The fucking fun you have. Ja, Gun Home wäre eine Option und The Forest, das Survival-Spiel, wäre auch eine Option. Weißes Geschenk und ja, The Witcher 3, aber ich habe auch noch The Witcher 1 und 2. Und ich glaube, es wäre doch cooler, wenn man da eher die Reihe von vorne anfängt. Troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while and don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax account. So, und damit ist Jizzle wieder in der Hood. In seiner Übergangshood. Oder so. Und, genau, bestanden. Okay, es gibt keine Details dafür, keine Sonderdetails. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!